Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Walking Dead. Haben wir das nicht schon untersucht? Ich weiß es gar nicht. Ist das unsere Familie? Ich weiß es nicht so genau, aber es könnte sein. Und wie kommen wir? Wir müssen doch irgendwie. Können wir rennen? Nein. Untersuchen Essensbox. Hier können wir auch nichts machen. Scheiße. Haben wir hier denn eigentlich irgendwie nochmal eine Möglichkeit, hier irgendwie was zu machen? Also der Schlüssel hat der Mann da draußen und an den kommen wir nicht dran. Es sei denn... Vielleicht machen wir irgendwas mit der Aquie. Wir gehen nochmal raus. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Jawohl. Let's have a look around. Okay. So, dann müssten wir jetzt Ziegelstein nehmen. Can't reach that brick. Tastenmäßig können wir auch nichts machen, verdammt. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. It's doing what Lux do. Aber jetzt sind es weniger, ne? Also eigentlich... Naja, die Leiche wird auch nicht kleiner da hinten. Lies, Bruder. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. I can't reach that brick. Ja, um den Ziegelstein. Hallo, kommst du? The streets are too full of those things to get out there and search for those keys safely. Totally. Maybe they could be lured around the building or something. You go run out there and lead them away? You don't seem like the high school track type. I am fleet of foot. The distraction's not bad, though. Ja, 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 Ziegelstein. Can't reach that brick. Willst du mich? Doc, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Was ist, wenn wir die Tür gespeichert haben wir ja. Awesome. Now to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Willst du mich verarschen? Those things are sensitive to noise. We can use sound as a distraction. That seems like the safest of all the dangerous options. I can't reach that brick. Komm. Ei, ei, ei. Hört das irgend... Komm, hier, nimm dir den... Ja! Ja, wir haben ihn! Nach den Optionen schauen, wie man da die ganzen Game-Steuerung. Ja. Wir haben aber auch Lees Bruder. Ich glaube ja. So. Hoffentlich bringt das was. Wenn nicht, ist scheiße. Alter, schmeiß weit, ne? Oh, awesome. Nice. I got an idea. Was? Und jetzt? Was? Da laufen keine hin? That place is full of TVs and electronics.
was? Those things are sensitive to noise. We can use sound as a distraction. That seems like the safest of all the dangerous options. Kennen wir schon, aber... Hier liegt nichts mehr rum, ne? Scheiße. Ich habe halt Angst, dass wenn wir jetzt reingehen... Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay, dann gehen wir einfach noch Let's mal head back rein. Inside. Okay. Und ich hoffe, dass wir da nicht überrascht werden. Das wäre mir sehr unangenehm und überhaupt nicht peinlich. So. Okay, gespeichert hätten wir. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Nothing. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Oh, how man. Are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja, ich, Let's ich have will a noch look mal around. Raus. Ich will okay. Wissen, wie wir... Few seconds of searching and we'll know if he has the keys. Kommt eine Idee, ja, aber welche Idee? Da oben haben wir gar nichts. Krampf. Ja, das ist immer noch das gleiche. Let's head back inside. Okay. Krampf. Aber dass die Zombies sie nicht riechen oder so, das wundert mich. Also normal, also im Film riechen die Zombies ja einen. Also wenn du kein Zombies bist, dann wirst du ja von den Zombies errochen oder angerochen. Ich... keine Ahnung. So, wir haben jetzt offiziell zwei Batterien. Sehr schön. Oder eine Batterie, ich weiß es gar nicht. So, dann geben wir die Batterien mal ihr, also der netten Dame, die uns zusammengeschissen hat. So. This battery should fit the radio. Great, thanks. I'm still looking for batteries for that thing. Thanks, I appreciate it. Ach, wir suchen immer noch. Boah, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, er wäre ein Zombie. Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt liegen hier auf einmal Batterien rum, die vorher noch nicht da waren. Was ein Zufall. Life is strange. So. And here's another one. Should be able to get it to work now. Ja. Schauen wir mal. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. So. Machen wir es einfach mal an. Nothing. So, die Lautstärke machen wir mal. Haben wir hier das Radio um. Eigentlich in welchem Jahr musste spielen, als es noch solche Radios gab? In welchem Jahr? You fixed it. Continues to spread unchecked. The estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full, my producer's telling me we have to get off the air. Steve. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Scheiß Dreck. So. The keys are on that zombie out on the street. Welcher Zombie? Ach so. So, wir nehmen uns einfach mal was aus dem Erste Hilfekasten. Luckily, there's nothing I need in here. Wir haben nichts mehr, das wir draußen irgendwie gegen den Zombie anwenden könnten, oder? Also sprich, dass wir die Zombies ablenken könnten, oder? Ich weiß es gar nicht.